Hallo. Seid ihr jetzt plötzlich? Hey. Hallo. Ich check gerade noch die Stoßdämpfer. Die Hydraulik muss in Top-Zustand sein. Vor uns liegt eine rasante Fahrt. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Und du? Gut geschlafen? Wie ein Baby auf einer Holperstraße. Ist dir was Gutes eingefallen? Für Hellmann, meine ich. Was sehr Gutes. Ja. Pass auf. Okay, ich höre. Der Schraubenschlüssel sind wir. Der Cutter ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Du fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Das kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Satellitenkraftwerk? Willst du ein EMP verwenden? Bingo. Aber wie? So einen Impuls können wir nicht gezielt erzeugen. Wetten das doch. Wir fahren zum Kollektor, brechen ein, überschreiben die Kontrollsysteme und heben die Beschränkungen auf. Sobald der AV in Reichweite ist, lösen wir einen elektromagnetischen Turbopuls aus. Sollte die AV-Systeme durchknallen lassen. Antrieb, Navi-Systeme. Und Kommunikation. Zappenduster mit einem Schlag. Die haben keine Chance. Bist du nicht etwas zu optimistisch? Woher wissen wir, dass der AV über das Kraftwerk fliegt? Wissen wir nicht. Das macht aber nichts. Wirst schon sehen. Wird ein ziemliches Abenteuer, aber du wirst es nicht bereuen. Ich habe alles genau geplant. Vergiss nicht, wir brauchen Hellmann lebend. Wäre schön, wenn nicht nur Trümmer vom AV übrig bleiben, okay? Ich weiß. Ich hoffe nur, er ist angeschnallt. Wenn meine Idee funktioniert, kommt eine ruppige Landung auf ihn zu. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. Wem gehört das Kraftwerk? Regierung oder Konzern? Macht das einen Unterschied? Wer kontrolliert denn bitte die Regierung? Ich will nur wissen, wem wir gleich auf den Schwanz treten. Wie? Sieh dich um. Es ist simpel. Alles, was du siehst, gehört einem Konzern. Du machst den Konzern gerne Ärger. Wie kommst du denn auf die Idee? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege... Rogue, Nash... Die Ruffen. Ganz dünnes Eis, wie. Dein Hass kennt keine sozialen Grenzen. Na, dann kannst du froh sein, dass ich auf deiner Seite bin, oder? Allerdings. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Ha? Spielen wir jetzt Wahrheit oder Pflicht? Komm schon, sag's. Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Das nennt sich chauffieren, nicht schmuggeln. Er fuhr im Kofferraum mit. Tot. Tot? Echt? Eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal. Wir sind fast am Damm. Legen wir einen kurzen Stopp ein. Zünden wir dich mit dem Geschützturm. Ich will, dass du das Geschütz benutzen kannst. Das verbessert unsere Chancen. Verbinde dich. Wie verbinde ich mich? Direct Link? Wie sonst. Die Buchse spinnt ein bisschen. Musst manchmal etwas rumwackeln. Bin verlinkt. Moment. Erst eine Diagnose. Scheiße. Ich krieg ständig eine Fehlermeldung. Seltsam. Muss was anderes versuchen. Und hier, Panam, hier kommt Johnny. Mitten im verfickten Nirgendwo. Gute Arbeit. Hey, ich glaube, dein Implantat hat einen Virus. Das in deinem Nacken. Ich habe einen Bioprozessor im Kopf, der unabhängig von mir arbeitet. Wahrscheinlich hat dein Diagnoseprogramm das abgefangen. Mhm, okay. Aber durch den Direct Link fließen keine Daten raus. Dein Wagen ist sicher. Na gut, ich glaub dir. Ich weiß, du baust keinen Scheiß.
Okay. Wird schon schief gehen. Siehst du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Gut. Nächstes Ziel. Einzelschuss. Okay, ein letztes Mal. Schieß etwas länger. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Na, also war doch gar nicht so übel. Aha. Fragt sich nur, wie es mit Zielen, die sich bewegen, klappt. Die Waffe ist kalibriert. Du hast Systemunterstützung. Denk nur an den Rückstoß. Manchmal kann das einen rausbringen. Und? Wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen. Ich kenne Stelle, von der wir einen guten Überblick haben. Will nur sicherstellen, dass hier sonst niemand ist. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst einen Konzerntransport, entführst einen Konzerner. Wirst du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. Ohne das Charisma und den riesigen Schwanz. Vielleicht können wir miteinander auskommen. Vielleicht ist da was dran. Was uns passiert ist, muss einen Effekt gehabt haben. Du bist mir ähnlicher, als du denkst. Wirst schon sehen. Das ist aber nichts Einseitiges. Vielleicht wirst du mir immer ähnlicher. Auf keinen. Alles klar. Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Versorgt das Kraftwerk die ganze Stadt mit Strom? Echt jetzt? Wer weiß das schon? Dann finden wir es gleich raus. Die Antennen laufen die Schnellstraße entlang. Wenn wir eine Kettenreaktion im Kollektor auslösen, wird jede Antenne einen gewaltigen Impuls freisetzen. Und unser AV fliegt genau in unser Netz. Wir müssen den Impuls nur im richtigen Moment auslösen. Holen wir das Teil. Sobald wir am Kraftwerk sind, überlädst du die Systeme. Ich kümmere mich um einen Umgehungslink für den Zünder. Warum fange ich nicht mit den Transformatoren an? Bringe die Grundspannung durcheinander. Der Rest sollte dann schneller gehen. Keine schlechte Idee. Allerdings... Ja, ich weiß, die Konverter. Aber die sollten kein Hindernis darstellen. Ich fahre einfach alles über das Maximum hinaus hoch. Ich glaube, wir verstehen uns. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Sollten unsere Ankunft auf dem Flugplan des AV abpassen. Läuft. Und los geht's. Hast du sowas schon mal gemacht? Einen AV runtergeholt? Alleine? Nein. Warum fragst du? Rogue hatte wohl recht. Wie? Sie meinte, du wärst gut und sie hat recht. Ja, in der Hinsicht schon. Aber noch haben wir den AV nicht. Also warte lieber, ehe du dich in Rogues Heiligenschein sollst. Weißt du, ich glaube, ich weiß jetzt, wie du tickst. Ach, tust du das? Was willst du? Die Mission durchziehen oder beweisen, dass Rogue Unrecht hatte? Fick dich! Ich mach einfach beides. Okay, wir sind bald da. Ein letztes Mal. Wir fahren rein, bringen das System zum Absturz und verschwinden. Halt dich fest! Könnte etwas ruckeln! Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Drohne! Die erledige ich. Mach lieber schnell, ihr hier treffen! Halt diese Drohnen auf, wie? Was denkst du, was ich mache? Versuch's besser! Guter Rat! Waren das alle? Mhm, aber wir müssen uns beeilen.
hier die Steuerung suchen. Ich verbinde den Zünder. Schnell wie! Oh, shit! Wir haben es übertrieben, Panam. Siehst du das? Leuchtet und blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Bis zum Anschlag. Da hast du's, Mädel. Fuck yeah! Hauen wir ab, bevor es uns auch durchknallen lässt. Du musst raus da, bevor der Chip kaputt geht. Danke für den Hinweis. Ich wollte gerade meine Picknickdecke ausbreiten und mich für ein schönes Sonnenbad. Ich mein's ernst. Pass auf, die nächste Welle könnte... Johnny? Johnny? Verdammte Scheiße. Okay. Ich bin okay. Ja. Es ist okay. Ja. Jetzt verpiss dich von hier! Vielleicht nicht der sauberste Job, aber immerhin. Was ist mit dem Zünder? Hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Diese Klippe, dorthin. Von da haben wir die Antennen im Blick. Und dann warten wir. Okay. Hier. Wollte schon immer mal so einen fetten roten Knopf drücken. Woher wissen wir wann? Keine Sorge, ich habe alles im Blick. Warte einfach auf mein Signal und löse dann den Impuls aus. Die werden aus allen Wolken fallen. Und übrigens, wir schießen gleich Kang Tao-Eigentum im Wert von Millionen aus dem Himmel. Wie fühlt sich das an? Zeug hochjagen. Genau das, was ich jetzt brauche. Und genau das, was ich hören wollte. Merkst du das? Was? Wie ruhig es ist. Das Summen der Stadt. All die Stimmen und Gerüche. Alles weg. Der Wind verstärkt es noch. Hatte schon vergessen, was Stille ist. Mhm. Obwohl, vielleicht nicht die Gerüche. Ich meine, die Kojoten? Schwer zu überriechen. Dachte, das wäre der Duftbaum in deinem Thornton. Haha, leck mich. Konzentrier dich besser auf den AV. Halt die Augen offen. Da ist er! Kommt aus Pacifica! Alles klar, halt dich bereit. Noch eine Sekunde? Noch eine? Jetzt! Boom. Da ist er. Scheiße, was ist los? Was ist los? Oh, fuck! Volltreffer! Panam, die Motoren laufen noch. Scheiße, sie entkommen. Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen los. Nur einen Moment. Panam, was soll das werden? Verliert an Höhe. Wir haben den Bastard. Holen wir ihn uns. Wir haben ihn. Nach diesem Knall kann der sich nicht in der Luft halten. Wir werden landen oder abstürzen. Hast du das mitbekommen? Yeah. Over. Hey, wie? Ungekennzeichnet. Verliert an Höhe. Mitch! Scorpion! Ich? Scheiße, was machen die hier? Die Generatoren. Folgt dem AV, ich komm gleich nach. Mitch! Scorpion! Batterie ich bin's, Panam! Bleibt weg von dem AV! Wiederhole, nicht dem AV nähern! Unterwegs. Wird die Party wohl ohne dich anfangen. Das ist Kang Tao! Wartet auf mich! Oder verpisst euch am besten! Sie wollen den Überlebenden helfen! Aber das sind Konzerne! Sie hören mich nicht! Der Impuls blockiert mein Signal! Scheiße! Ich habe drei auf dem Radar! Drohnen! Ja, mach dich bereit!
wollen uns aufhalten! Lassen wir sie aber nicht! Wir müssen zu Mitch und Scorpion! Hinter dem Hügel! Okay, eine Sorge weniger. Ach, scheiße. Panam, bist du verletzt? Scheiße, Querschläger. Kommst du klar? Ich komm schon durch. Keine Sorge. Hey Mann, wo bist du? Hallo? Geil. Einfach weiter auf einer offenen Frequenz labern, damit sie euch garantiert bemerken, was? Ich werd nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Hast du diese Schüsse gehört? Wie ihnen ist was passiert? Wir checken das. Ich sehe das Wrack, aber weder Scorpion noch Mitch. Abgelaufen. Scheiß drauf. Wie? Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Aldecaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht. Ich weiß. Verbunden. Habt die Kontrolle. Oh nein. Tut mir leid. Dein Clan? Ja. Aldecaldos. Sie sind tot. Alle. Was, wenn sie... Keine Sorge, das kann man so nicht sagen. Mitch! Er lebt! Sie haben ihn! Mein Raketenwerfer. Der zerfetzt uns, wenn wir zu nah kommen. Werden wir den irgendwie los? Vielleicht. Aber dafür müssen wir ihn erst erreichen. Ohne diese verdammten Funklöcher hätte ich sie warnen können. Das ist alles meine Schuld. Warum zur Hölle mussten sie dem AV folgen? Diese Idioten! Hey, wir haben... Falls sie noch leben... Sie leben. Alles wird gut, okay? Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern. Du bist schon halb zerfetzt. Red kein Scheiß, das ist nur ein Kratzer. Lass uns den Raketenwerfer erledigen. Ich... Nein, du bleibst im Auto. Entschuldige, aber du würdest mich nur aufhalten. Verdammte Scheiße, wie... Das sind meine Leute da draußen! Hör zu. Sobald ich den Raketenwerfer erledigt habe, melde ich mich. Dann kommst du und hilfst mir mit dem Rest. Deal? Jawohl, Ma'am. Ich habe immer noch Mitchs Gewehr. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Gute Idee. Also los.
Der Weg ist frei. Komm zu mir. Lassen, sonst schieße ich! Nochmal! Waffen fallen lassen! Ganz sofort! Ruhig. Noch können wir hier alle lebend rauskommen. Wir haben Verstärkung gerufen! Bullshit! Letzte Chance. Du musst nicht sterben. Reden wir. Warum sollte ich dir glauben? Panam! Schnell, schieß ihn! Sieh dich um! Du hast keine beschissene das Wahl. Das werden wir schon sehen! Fick nochmal ein... Nur ein paar Kratzer. Verdammten Idioten! Du wurdest getroffen? Halt durch, Kleine. Ich seh's mir an. Ist nichts. Gehen wir. Wir konnten nicht zurück, Panam. Sie haben sich neu formiert, Raketen und so'n Scheiß geschossen. Ich hab alle verloren. Alle? Skopje, ist der hier? Mitch? Mitch! Es geht ihm doch gut, Panam, oder? Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Nein! Nein! Bist du dir sicher? Nein! Das war wohl alles. Scorpion und deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Das waren gute Menschen. Die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Verdammter Sturkopf. Ich nehme mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Die Frage ist bloß, warum? Warum seid ihr direkt zum AV? Habt ihr die Kennzeichnung nicht gesehen? Wir haben gesehen, dass er beschädigt war und wo er abstürzen würde. Nicht, dass er Kang Tao gehört. Ich dachte, die Leute brauchen vielleicht Hilfe. Und schlimmstenfalls gibt es was zu plündern. Hab mich ganz schön geirrt. Alles okay? Brauchst du irgendwas? Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Tut mir leid um eure Leute, aber ich muss weiter. Ich brauch den Mann, der im AV war. Weißt du irgendwas? Hast du was gesehen? Wir haben ihn mitgenommen. In unseren Autos. Wohin? Nach Westen. Kleine Einheit. Der Geleitschutz des Passagiers. Sie wollen sicher die Zentrale erreichen. Also habt ihr den elektromagnetischen Impuls ausgelöst? Ja. Wir wollten euch warnen. Hatten aber keine Verbindung. Wenn sie eure Autos genommen haben, können wir den Reifenspuren folgen. Ich verfolge sie. Bleib du bei Mitch. Ich regel das. Ich komme mit. Ich habe versprochen, dir zu helfen. Außerdem haben diese Wichser Scorpion getötet. Das werden sie noch bereuen. Diskutieren bringt bei ihr nichts, wie. Lass es. Geht. Ich rufe meine Leute an. Wir kümmern uns um das hier. Wir lassen dir mein Auto hier. Zur Sicherheit. Aber Vorsicht, die Knarre klemmt manchmal. Wir nehmen die Motorräder. Klingt gut. Kang Tao hat den Kontakt zum AV verloren. Sicher suchen sie nach ihm. Beeilt euch. Aber Panam... Was? Du kommst zurück für deinen Thorn, oder? Versprochen. Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. Los, hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Werden wir sehen. Die Reifenspuren fangen hier an. Folgen wir ihnen. Erb, die waren hier. Dann nichts wie hinterher.
passen würde. So gut kannte er dich? Wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Er meinte, sobald ich die Stadt satt habe, decken wir uns mit Kirill ein und füllen ein paar Thermoskannen mit Kaffee und Whisky. Und dann fahren wir einfach los. Weg von allem. Klingt nach einem echten Abenteuer. Scheiße, wie? Das ist einfach alles nur Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich sehe nur bröckelige Zement und Rost. Wenn sie hier ihre Freunde rufen wollten, war das sicher ein böses Ende. Ist bewaffnet! Pass auf! Scharfschütze hinter dem Lieferwagen! Machen Sie alle weh! Los, die Hupfschnappe! Das ist für meine Freunde, ihr Arschlöcker! Oh! Verdammte Terroristin! So viel dazu. Erhobenen Händen rauskommen! Der Rest muss Hellmann mitgenommen haben. Wenn sie es schaffen, sich neu zu formieren und Hilfe zu rufen, sind wir am Arsch. Dann sollten wir uns beeilen. Ein paar sind an der Landebahn geblieben. Der Rest ist mit Hellmann mit. Hätte ich auch getan. Sie wollen ihre Leute rufen. Das Letzte, was sie wollen, ist ohne Verstärkung durch die Wüste zu fahren. Ich hoffe, Mitch hat die Aldekaldos kontaktiert. Verdammten Störungen. Sicher sind sie unterwegs zu ihm. Keine Sorge. Weißt du was? Was denn? Das hier ist mein Leben. Ich springe von einem verpickten Scheißhaufen in den nächsten, noch größeren. Panam. Diese Spuren führen den Hügel hoch zu einer alten Tankstelle. Wahrscheinlich halten sie Hellmann dort fest. Okay, ich gebe dir Deckung. Drohnen, Patrouillen. Die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber wie, sieh mal. Die Zapfsäulen sind gut in Schuss. So sieht kein verlassener Ort aus. Die haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Ich hab das Gerät nicht zum Finden wir ja bald raus. Nicht mal auf Breitband? Damit ganz Night City hört, dass ein Kantor V abgeschossen wurde, die würden uns die Eier abreißen und frisieren. Ja, aber wenn wir den Passagier verlieren, bringen sie uns um.
Du machst es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Ich bin drin. Hellmann, er muss hier irgendwo sein. Echtes, blutiges Fleisch. Slaughterhouse. Vielleicht machen es keine Normalen. Denn sonst. Der Arbeitgeber von denen da oben. Schwachsinn. Die hätten eher eine ganze Einheit geschickt. Wir würden nicht hier stehen und darüber reden. Ich weiß, wo sie Hellmann festhalten. Ich gehe rein. Okay, ich gebe dir Deckung. Ihr kommt hier nicht leben raus, ihr Hurensöhne!
macht es nur noch schlimmer. Wer schickt dich? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Wer? Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet, schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bring ihn ins Sunset Motel. Bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Glaub, deine neuen Schumbas sind da. Ist er das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldicaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt dir sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Ich muss euch danken. Du hast uns geholfen, wir helfen dir. Sichere Heimreise. Scheiße, verdammt. Ich will mich ja nicht beschweren, aber was macht ihr hier? Saul, er kam mit den anderen. Wir haben uns um die Toten gekümmert und ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Er meinte, wir sollten euch folgen. War besorgt, dass euch was passiert. Dass Panam was passiert. Saul? Hört zu, vielleicht versteht ihr euch gerade nicht, aber du gehörst zur Familie.
Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Das weißt du genau. Komm zurück. Versteh schon. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Und? Was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken über alles. Denke, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Sie kommen, ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Hey. Wo bin ich? Ein Motel. Was ist das hier? Nirgendwo. Welches nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Kleines Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Was willst du dann? Ich habe Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten. Nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen gelassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ha, Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige. Nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Ja, toll, deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Sieh an,
Ich muss sie mir erst ansehen. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird? Oh, verdammt! Was? Was ist? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird. Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Es geht nicht nur um Silverhand. Irgendwelche Algorithmen von jenseits der Blackwall haben den Relic beeinflusst. Was? Wie kann das sein? Es ist möglich, dass jemand, der sich durch die Blackwall mit dem Relic verlinkt hat, eine Hintertür hinterlassen hat, um was Gefährliches auf den Chip zu schmuggeln? Ich weiß es nicht. Die Blackwall ist für mich unbekanntes Terrain. Ich weiß nur, dass alles, was dahinter liegt, unbedingt dort bleiben sollte. Koste es, was es wolle. Momentan bleibt Silverhand dein größtes Problem. Zwei Psychen verschmelzen zu einer. Oder wird etwa eine Psyche in zwei Hälften gespalten? Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich darum manipulieren wollen? Darum halte ich wollen. Es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation... Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Nein. Moment. Hörst du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf! Der Anzug versucht, dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaube fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten.
Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Vergiss Kangtao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kangtao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Tja, damit können wir ein Häkchen nehmen. Kehle ist ganz ausgetrocknet. Fuck! Mal ein Glas Wasser geben. Inakzeptabel. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das wirst noch sehen. Von mir bekommst du eimerweise. Nein. Setz dich hin, verdammt! Das geht schon. War das der Biochip? Natürlich ist es der scheiß Chip. Meine Silverhandiose inkubiert. Hör ich da etwa Vorwürfe in deiner Stimme? Fuck! Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Arasaka ist scheiße. Bla, Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Könnte sein. Wir zanken uns wie ein verschrumpeltes altes Ehepaar. Vielleicht ist es an der Zeit, uns endlich gegenseitig zu vertrauen. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende. Das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, vielleicht. Wie war es, als du gestorben bist? Berauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere. Angst. Oder war das dein Tod? Warum hat Arasaka Mikoshi gebaut? Wenn ich doch nur in Saburo Arasakas Kopf sehen könnte. Menschen lassen sich kaufen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Aber nur Mikoshi kann Seelen auseinandernehmen. Umprogrammieren. Wir haben schon eine hübsche Sammlung. Talentierte Runner. Gut gesichert. Die nutzen sie bestimmt aus. Kontrollieren sie. Die wollen also alles beherrschen.
Herz und Verstand. Das Übliche. Konzerne haben die Leute schon immer irgendwie an sich gefesselt. Aber Saburo will mehr. Er will die Menschheit kontrollieren. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Sie nehmen dir das Recht zu sterben. Genau wie bei Leuten, die an Beatmungsgeräten hängen. Nein, das ist nicht das Schlimmste. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Weißt schon, dass du mit mir genau das machst, was Arasaka in Mikoshi tut? Ja, ich weiß. Deshalb bringe ich das in Ordnung. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Wie? Hey, die Vorarbeit haben wir erledigt. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei Alex. Klar, bis dann.